Ich stehe hier mit Annika Weishaupt der VDE Schulinitiative. Ich habe ihr gerade einige Fragen gestellt zu den Hintergründen und Aktivitäten der VDE Schulinitiative und die Fragen werden im folgenden Interview beantwortet. Genau, gegründet habt ihr euch im Jahr 2014. Mit welcher Motivation seid ihr denn damals gestartet und welche Ziele verfolgt ihr denn aktuell mit der VDE Schulinitiative? Herr Dr. Kegel hat es heute Morgen bei der Eröffnung vom Tech Summit ganz gut zusammengefasst. Wir haben nach wie vor einen Fachkräftemangel in Deutschland, ein Defizit von 10.000 Arbeitskräften in der Elektroindustrie. Und es ist ganz wichtig, das Problem zu erkennen und auch darüber zu reden, aber uns ging das nicht weit genug. Und deswegen haben wir ein Konzept für eine Doppelstunde entwickelt, bei der wir Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse besuchen. Und dabei verfolgen wir den Ansatz, Begeisterung für Technik unter den Jugendlichen zu wecken. Denn unser Denken ist, dass Begeisterung die beste Motivation ist, sich mit technischen Dingen auseinanderzusetzen. Und darüber wollen wir unseren Beitrag für mehr Nachwuchs in der Technik leisten. Sehr schön. Nun ist es ja so, dass eine Schulklasse aus einer Bandbreite an Kindern mit unterschiedlichsten Interessen besteht. Bei welchem Aspekt eures Angebotes bündelt ihr denn die Aufmerksamkeit aller Kinder? Also generell ist unsere Stunde dreigeteilt. Im ersten Teil erklären wir dabei, wo überhaupt Elektrotechnik im Alltag von den Jugendlichen auftritt. Und hier versuchen wir, sämtliche Bandbreiten des Alltags abzudecken. Und ich denke, dass wir da Jugendliche definitiv schon abholen mit allen Interessen. Im zweiten Teil geht es darum, eine Blinkschaltung selber zu löten, löten zu lassen von den Schülerinnen und Schülern. Und hier haben wir es noch nie erlebt, dass nicht alle mit leuchtenden Augen aus diesem Teil der Stunde herausgekommen sind. Und das ist egal, welche Interessen da verfolgt werden. Die haben alle ein super Erfolgserlebnis bei diesen Lötaktionen und sind super zufrieden mit dem, was wir mit ihnen machen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Natürlich sind wir auch an euren weiteren Plänen interessiert. Was plant ihr denn für die VDE Schulinitiative in den kommenden Monaten? Also vor kurzem konnten wir die TÜV Süd Stiftung für uns als Förderer gewinnen und freuen uns gemeinsam mit denen zusammen nicht nur Aachen und München als Standort zu haben, sondern bald dann auch noch zwei weitere Standorte innerhalb von Deutschland. Ach, sehr cool, dann viel Erfolg dabei. Danke. Und wo kann man denn eure Aktivitäten verfolgen bzw. sich näher bei euch informieren? Wir haben eine ganz wunderbare neue Website unter www.vde-schulinitiative.de. Gibt es ganz viele Infos, außerdem sind wir bei Facebook und bei Instagram. Okay, vielen Dank. Ja, nun bist du hier auch in Berlin auf dem ersten VDE Tech Summit. Was hast du denn bereits erlebt und worauf freust du dich denn noch? Ich habe mich schon ganz doll gefreut über jede Offenheit, die mir heute begegnet ist. Ich habe ganz viel Austausch betrieben, habe ganz viel gelernt zum Thema Digital Twins und freue mich jetzt gleich noch darauf, mich mit den Schülerinnen und Schülern vom Invented Chip auszutauschen, um einfach noch mal ein bisschen Begeisterung vielleicht auch von denen abzubekommen. Ja, sehr schön. Dann danke ich dir vielmals für das kurze Interview, ja, genau, und wünsche dir noch ganz viel Spaß hier in Berlin. Danke.